Ja, wir sitzen hier in einer traumhaften Kulisse und genießen so ein bisschen den Abend und den Sommer. Und wenn dieser Sommer zu Ende ist, dann gibt es definitiv einen heißen Herbst, denn Bundestagswahlkampf ist angesagt für September. Und wie sich doch so die Themen ändern innerhalb von 4 Jahren. Es gab mal das große Thema, wenn es ums Geld geht, mehr Netto vor Brutto. Jetzt kommt Rot-Grün und sagt, ja, wenn wir die Bundestagswahl gewinnen, wenn wir den Kanzler stellen, wenn wir den Finanzminister stellen, dann wird es auf alle Fälle Steuererhöhungen geben. Wir waren heute mit der Kamera unterwegs und haben mal hier in der Stadt gefragt, was halten eigentlich die Leute davon? Rot-Grün will höhere Steuern einführen und das Ehegattensplitting abschaffen. Finden Sie das gut? Steuern erhöhen finde ich richtig, wenn das Geld dahin kommt, wo ich es für richtig halte. Also ich will keine Verhältnisse wie in den USA, dass der öffentliche Raum verarmt, das will ich nicht. Mit dem Ehegattensplitting finde ich richtig. Das finde ich hundertprozentig richtig. Steuern erhöhen hängt davon ab, was mit dem Geld gemacht wird. Ich bin ledig, mir ist es egal. Also von daher, ich wäre schon auch dafür, das Geld dann den Leuten so zur Verfügung zu stellen, weil das sind ja Ehepaare, die Doppelverdiener sind, die profitieren davon am meisten. Ich denke, eine maßvolle Anhebung von Steuern bestimmter Einkommensschichten ist sicherlich gerechtfertigt. Es bleibt nichts übrig, es bleibt nichts übrig. Nachdem wir keine Ehegatten sind, interessiert mich das jetzt primär natürlich selber nicht, aber... Ja, das reine Ehegattensplitting finde ich für veraltet. Aber ein Familiensplitting finde ich sehr interessant. Gegen die Steuererhöhung bin ich auf alle Fälle, das ist ja logisch. Und dieses Ehegattensplitting, was Sie da angehend haben, das finde ich gerechtfertigt. Das ist schon in Ordnung. Ich meine, man muss da mit gleichem Maß messen überall. Letztendlich, was sich da Rot-Grün einfallen lassen, heißt nur rechte Tasche, linke Tasche. Ich halte eigentlich nichts davon, dem Wähler jetzt irgendwas zu versprechen, was hinterher so aussieht. Wir machen auf der einen Seite Zugeständnis, auf der anderen Seite nehmen wir euch aber auch wieder Geld weg. Sollte man ähnlich auch in den anderen Parteien so behandeln, dass man dem Wähler ehrlich sagt, was da kommt. Und die Partei würde ich dann auch wählen. Da das aber derzeit offenbar keine Partei tut, habe ich echte Probleme und weiß nicht, was ich wählen soll. Ja, da wundert man sich so ein bisschen. Man liest einerseits, dass die Steuereinnahmen sprudeln wie nie. Und dann stellt sich natürlich schon irgendwo die Frage, wieso soll man in so einer Situation jetzt ausgerechnet Steuern erhöhen? Also ich denke, dass man vielleicht auch an vielen Ecken sparen könnte oder irgendwie anders die Ausgaben gestalten könnte. Ja, jetzt muss man fairerweise sagen, der Peer Steinbrück hat ja nicht einfach gesagt, wir erhöhen definitiv die Steuern für alle. Er hat es recht geschickt gemacht. Er hat gesagt, wir erhöhen die Steuer für die Besserverdienenden. Ja. Für mich ist der Besserverdienende ja der Düsseldorfer mit dem Westover über der Schulter, mit dem Bötchen auf Mallorca. Jetzt stelle ich mal die Frage an Frau Tillmann, wer ist denn in der Version Rot-Grün der Besserverdienende? Also da Steinbrück ja 5 oder 6 verschiedene Steuern erhöhen will, ist der Besserverdienende jedes Mal dabei. Der Besserverdienende ist beim Ehegattensplitting derjenige, wo ein Ehepartner sagt, ich bleibe ein Jahr zu Hause, um mich meinem Kind zu widmen. Diese Familien, die verlieren fast 5.000 Euro über die Abschaffung des Ehegattensplittings. Die müssen gar nicht so viel verdienen, aber dadurch, dass einer ein Jahr aussetzt, um sich mit dem Kind zu beschäftigen, sich um das Kind zu kümmern, ist die Maßnahme fast 5.000 Euro teuer. Der Besserverdienende bei der Einkommensteuer, beim Spitzensteuersatz ist derjenige, der 60.000 Euro verdient. Das mag für den einen oder anderen viel Geld sein, aber das ist auch selbst in Thüringen schon der Mittelstand. Also das ist nicht der Reiche, der Tennis spielen oder auf dem Golfplatz rumsteht, sondern das ist der Mittelstand. Noch schlimmer sind die Pläne hinsichtlich der Erbschaftssteuer oder der Vermögensteuer, bei denen die SPD und die Grünen ja auch behaupten, dass davon der Kleine überhaupt nicht spürt, der ist nicht betroffen. Aber was glauben Sie denn, wo die Vermögensteuer auf Mietwohngrundstücke bleibt? Die wird natürlich auf die Miete umgeschlagen. Das heißt, selbst der ganz Kleine, der gar keine Steuern zahlt, wird über die Miete natürlich an der Vermögensteuer beteiligt und an der Erbschaftssteuer auch. Der Bund der Steuerzahler hat ganz klar ausgerechnet, dass die Konzepte beide, die auf dem Tisch sind, dazu führen, dass selbst im bisschen mehr als gering verdienenden Bereich mehr Steuern gezahlt werden. Und da könnte man ja noch Verständnis für haben, wenn es jemals Steuern zweckgebunden für einen bestimmten guten Zweck gegeben hätte. Aber das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik nicht gegeben. Immer dann, wenn die Steuern zusätzlich eingenommen wurden, wurden sie irgendwo im allgemeinen Haushalt verbraten.
sorgen, sodass die Wünsche, die jetzt von den Bürgern und Bürgerinnen kamen, dass man sagt, wenn das Geld da ausgegeben wird, wo mir es besonders wichtig ist, dann wäre ich dafür. Das kann man nicht garantieren. Es gibt keine zweckgebundenen Steuern. Es ist so, wie der Herr ganz zum Schluss gesagt hat, wir haben die höchsten Steuereinnahmen, die es je in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Man darf die Bürgerinnen und Bürger auch nicht überfordern. Wir sagen, in der Situation, wo es in Europa auch darum geht, den privaten Konsum anzukurbeln, ist es viel wichtiger, den Menschen das Geld zurückzugeben. Wir wollen, dass die Menschen mit ihrem Geld das tun, was sie selber für richtig halten. Und es macht überhaupt keinen Sinn, es erstmal abzunehmen, um es ihnen dann wiederzugeben zu einem Zweck, der es ihnen vielleicht gar nicht nützt. Also von daher glaube ich, die Bürger haben das genau verstanden, worum es geht. Das Ehegattensplitting ist ein bisschen verkorkst übergekommen. Natürlich geht das Ehegattensplitting nicht dann, wenn beide gleich viel verdienen. Dann ist der Effekt des Ehegattensplittings gleich null. Sondern es muss einer mehr und der andere weniger verdienen, damit es überhaupt eine Rolle spielt. Und da gibt es auch nicht mehr die tennisspielende Ehefrau, die zu Hause bleibt und den reichen Erben, sondern das ist im Wesentlichen die Situation, wo wegen Kindern mal ein Jahr ausgesetzt wird aus dem Beruf. Und da ist die härteste Einsparung für die Ehen durch diese neuen Steuerkonzepte. Und das kann aus unserer familienpolitischen Sicht nicht sein. Wir wollen, dass die Familien Wahlfreiheit haben, selber entscheiden, wann sie wieder arbeiten gehen, wann sie sich um das Kind kümmern. Und wenn das dann gleich 5.000 Euro kostet, dann ist die Entscheidung nicht mehr so richtig frei. Vielleicht war auch die Frage beim Ehegattensplitting, die hier zumindest in der Diskussion kam, ist es noch zeitgemäß, das einzuführen oder nicht vielleicht das Bekommen von Kindern in einer anderen Form zu würdigen und zu fördern? Also unser Konzept ist ja, das Ehegattensplitting zu einem Familiensplitting auszuweiten. Das ist in der Endphase sehr teuer, deshalb wird man das schrittweise machen müssen. Aber das passt zu unserem Programm auch in der Vergangenheit. Wir haben die Kinderfreibeträge erhöht, wir haben das Bildungspaket eingefügt. Wir wollen die Familien stärken und das kann man natürlich bei der Steuer ausgesprochen gut, indem man die Kinderfreibeträge noch weiter erhöht. Und das ist ein Schwerpunkt, sobald wir Spielraum, steuerlichen Spielraum haben, den wir durchsetzen, ohne dadurch Steuern zu erhöhen. Sie haben es ja gerade angedeutet, die Wirtschaft brummt, die Steuereinnahmen fließen. Also Herr Schäuble ist wirklich zufrieden mit all dem. Und selbst wenn es einen Wechsel geben würde, die Kassenlage ist ja aktuell bekannt. Man weiß es, muss man da so ein Thema eigentlich angehen? Und wäre es nicht vielleicht deutlich schlauer, Sie sind Steuerberaterin und Sie werden auch mal einem Unternehmer sagen, du, wenn du zu viele Ausgaben hast, dann reduzier die doch einfach mal ein Stückchen. Das würde doch in dem Fall vielleicht auch heißen, geh doch mal in deinen Haushalt ran und streich doch ein paar Dinger weg oder konsolidiert ihn doch einfach mal. Ja, ich glaube, da hat sich die Opposition verrechnet, indem sie nämlich gesagt haben, es sind nur die Reichen betroffen, hätten wir uns alle zurücklehnen können, denn ich glaube, so richtig reich ist hier keiner. Aber das stimmt einfach nicht. Und das haben die Bürgerinnen und Bürger gemerkt. Das hat Gott sei Dank auch der Bund der Steuerzahler gemerkt. Das ist in allen Finanzzeitungen diskutiert worden, sodass die Menschen also auf diesen Trip nicht mehr reinfallen, dass nur noch 10% in Deutschland bezahlen und alle anderen profitieren davon. Ich weiß nicht genau, wie viele Reiche es in Thüringen gibt, aber ich glaube, es sind nicht mehr als 40, sodass der Effekt total verpuffen würde. Ganz im Gegenteil, auch die Kleinen bezahlen. Ich habe es eben mit der Miete beschrieben, weil natürlich solche Steuern auch umgelegt werden. Herr Moring, Sie sind ja auch zu Hause in Finanzen und solchen Dingen und ist ja eine klare Handschrift, die Sie auch immer wieder prägt, wo Sie sagen, wir müssen die Haushalte in den Griff kriegen. Das gilt jetzt einmal fürs Land, aber gesagt, Sie werden mal in einer Bundesregierung und dort fortsitzen. Ist das eigentlich schlau, so zu denken und zu sagen, ja, wir hauen mal die Steuer, wir erhöhen die mal, es trifft erstmal nur die Reichen? Glaubt man wirklich, dass der Bürger so blöd ist und das nicht hinterschaut? Oder sollte man nicht einen deutlich schlaueren Weg gehen und sagen, wir konsolidieren unsere Haushalte? Ja, wir sagen ja immer wieder, Frau Tillmann hat es auch gerade gesagt, wir haben im Bund und auch in Thüringen die höchsten Steuereinnahmen seit der Wiederbegründung des Freistaates Thüringen und seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahr 2017 sagen uns die Steuerschätzer voraus, nimmt die Bundesrepublik 700 Milliarden Euro Steuern ein. Jetzt haben wir gerade letztes Jahr die 600 Milliarden Grenze überschritten. Wenn das nur halb so gut weitergeht, auf dem Niveau bleibt, stellt gar keine Frage, dass der Staat noch mehr Einnahmen braucht, sondern er muss schauen, dass er seine Ausgaben begrenzt. Und es gibt immer eine Korrelation, dass umso mehr Einnahmen der Staat hat, umso mehr kommen die Ausgabenpolitiker und versprechen neue Geschichten und geben wieder alles aus mit vollen Händen. Wenn dann die Konjunktur zusammenbricht und die Steuereinnahmen weniger werden, dann gehen wir wieder in die Verschuldung, weil das Geld nicht langt vorne und hinten. Und wenn alle nur so halbwegs so klug wären wie jeder zu Hause auch, ist nur das Geld auszugeben, was er hat, wird man auch besser zurechtkommen. Deswegen müssen wir schauen, dass nicht der Segen darin liegt, mehr Steuern einzunehmen, durch Steuererhöhung, durch Wirtschaftswachstum ja, sondern auf der Ausgabenseite schauen, welche Ausgaben braucht es, und da auch auf die Bremse zu treten und sagen, wir überprüfen das lieber noch einmal mehr und schauen uns auch die Standards an und dann funktioniert es gut. Wir setzen darauf,
dass man eine Politik fährt, die wirtschaftsfreundlich ist, die auch Wachstum generiert und die dadurch auch die Kraft des Staates entwickelt, dass diejenigen, die zurückbleiben, dass man denen auch hilft und auch ein soziales Netz spannt. So ist ein kluger Staat auch aufgestellt. Der Staat ist nicht klug aufgestellt, in den immer mehr abschöpft. Wir haben jetzt gerade eine Diskussion gehabt, Antje Thema und ich, mit dem Steuerzahlerbund in Erfurt. Und da haben wir an den Steuerzahler-Gedenktag gedacht, den 8. Juli. Für Singles mit Kindern ist der Tag sogar erst im August, wo man dann sehen muss, dass da endlich der Tag ist, an dem man vermeintlich in seiner eigenen Tasche arbeitet und vorher alles an Abgaben und Beiträgen dem Staat gibt. Zu Recht sagen die Leute, es reicht, wir werden genug abgeschöpft, da kommen noch Beiträge und Abgaben dazu. Es reicht irgendwann, es muss auch noch was für uns bleiben. Wenn wir wollen, dass die Leistungsträger in der Mitte der Gesellschaft Lust haben, sich einzubringen und zu arbeiten, dann können wir sie nicht mit der Steuerschraube unendlich belasten. Irgendwann platzt das alles auf und geht gar nicht mehr.